Sie sprachen von Klimaschutzzielen der Bundesregierung. Ja, darauf ist es denn runterzubrechen, aber letztendlich ist Klimaschutz eine gesellschaftliche Herausforderung für uns alle, kommt aus der Europäischen Union und ist eigentlich auch über die Aktionen, die wir auch draußen flankieren sehen, Fridays for Future, ist eine Generationenaufgabe, ist eigentlich Verpflichtung für uns alle, für die junge Generation, genauso wie für uns Ältere, etwas für unsere Zukunftssicherung zu tun. Von daher ist Klimaschutz mit Sicherheit neben vielen, vielen anderen politischen Themen eins der entscheidenden Themen auch der nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ich fange mal an mit dem, ich hatte es damals auch schon bei den Rosenheimer Fenstertagen angesprochen, das Statistische Bundesamt macht ja regelmäßig quartalsweise die Aktualisierung der Baupreise für den Endkunden. Was kommt sozusagen für den Endkunden aktuell an Preiserhöhungen an? Mit den knapp 15% sind wir doch deutlich über der mittleren Inflation. Und diese Botschaft, diese doch gestiegenen Baupreise haben natürlich für unsere Branche, für uns als Fenster- und Fassadenbauer zwei Stoßrichtungen. Das eine ist natürlich, wie führen wir, wie organisieren wir unsere Betriebe in Zeiten von gestiegenen Rohstoffpreisen? Sie sehen es unten zwischenzeitlich im Holzbau fast 40%. Aber durch alle Materialien, sei es Metall, sei es Kunststoff, haben wir doch deutlich auch in kurzen Zeitzyklen Preissteigerungen, die wir in irgendeiner Form natürlich in den Markt weitergeben müssen. Meistens zeitversetzt. An der einen oder anderen Stelle funktioniert das, aber gerade diejenigen, die von uns langfristige Bauverträge haben, für die wird es immer schwieriger, die Preissteigerung in den Markt weiterzugeben. Also diese volatile Preisentwicklung am Markt stellt unsere Unternehmen natürlich in der Planung, in der Ausführung, in der Organisation und auch in der Wirtschaftlichkeit vor erhebliche strukturelle Probleme. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch die politische Botschaft aus dieser Baupreisentwicklung sehen, weil es gibt natürlich Anzeichen in der Diskussion, die sagen, naja, die Förderung, die wir jetzt machen, das ist alles richtig und das ist gut und wir heizen einen ohnehin guten Markt. Die Auftragslage ist eigentlich bei den meisten sehr, sehr gut. Noch zusätzlich an, schaffen eine noch stärkere Nachfrage und das führt letztendlich nur dazu, dass die Preise überproportional steigen. Das ist die Botschaft, die zum Teil in der Politik aus den Baupreisen interpretiert wird. Und da halten wir natürlich als Verband, aber auch viele andere immer dagegen. Das ist eben nicht so. Die Preise, die wir jetzt haben, kommen aus der Pandemie, kommen aus gestörten Lieferketten, kommen aus dem Ende der Pandemie und haben letztendlich nichts damit zu tun, dass die Förderung anspringt. Im Gegenteil, die Förderung ist derzeit für uns ein sicherer, man muss schon fast sagen, war ein sicherer Anker in einer Planbarkeit, in einer Verlässlichkeit für diejenigen Investoren, die sich für Neubau entscheiden. Wenn es eine verlässliche Förderung gibt, kann man gegebenenfalls mit den gestiegenen Baupreisen auch agieren. Und was ist jetzt passiert in den letzten 3 Monaten? Ich hatte so vor 2 Monaten so die Hoffnung, naja, das läuft jetzt stetig in ein planbares Szenario. Die Preise stabilisieren sich auf höherem Niveau. Wir kommen wieder in geregelte Abläufe. Und was ist jetzt passiert? Wir haben vielleicht die Endphase der Pandemie, die in den Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe in unser Unternehmen erstmalig deutlich Spuren hinterlassen. Bis jetzt hatten wir Einzelfälle mal außen vor, eigentlich keine Produktionsunterbrechung, keine Montageausfälle. Aktuell haben wir über die Quarantänebestimmungen, die sich ja auch täglich wieder geändert haben von der Bundesregierung, schon erhebliche Auswirkungen in unseren Betrieben, was zu Produktions- und Montageausfällen führt. Und auf der anderen Seite führt das natürlich zu erheblichen Problemen in den weiteren Abläufen. Wir wissen auch nicht, wie sich sozusagen dann die Liefersituation auch überregional asiatische Märkte verändern wird. Also die Preise könnten wieder unter Druck geraten und wir könnten in weitere Preissteigerungen reingehen. Und der vermeintlich sichere Anker der Förderung hat sich ein Stück weit durch diese Diskussion, der Staat ist als planbarer, verlässlicher Partner, temporär ausgefallen. Mal gucken, ob er das Vertrauen wieder zurückbekommt. Das sind zwei Faktoren, wieder volatile Preise, Produktionsausfälle, geringere Förderzusagen. Wir wissen derzeit nicht, wie sich das auf dem Markt auswirkt. Wir achten darauf im Rahmen unserer Markterhebung, Statistik und Markt, Fenstermarktstudie und Import-Export-Studie im April, ob wir Wachstum weiter haben werden oder ob diese beiden Faktoren letztendlich auch Auswirkungen auf den Markt haben werden. Mit Sicherheit werden sie das haben, aber wir hoffen nicht, dass die Nachfrage nach Fenstern dadurch signifikant zurückgehen würde. Neue Bundesregierung, Klimaschutz. Ich sage es mal etwas überspitzt. Wir als Fensterbauer, die ja
neben dem Neubau auch ein Interesse haben an der energetischen Sanierung. Energetische Sanierung mit neuen Fenstern setzen auf die Effizienz der Gebäudehülle und mehr Fortschritt wagen. Das war das Tenor des Koalitionsvertrages. War sehr überschaubar, um das mal vorsichtig zu sagen, im Koalitionsvertrag adressiert. Das Thema Energieeffizienz, Sanierungsrate kam gar nicht vor. Stark vorkam, dass man auf erneuerbare Energien setzt. Wir sehen aber natürlich Effizienz und erneuerbare Energien im Gleichklang. Von daher muss man feststellen, dass viele Themen bei dem im Gebäude zum Teil gar nicht adressiert waren, unterbetont waren und dass entscheidende Festlegungen im Koalitionsvertrag, wie es denn nun weitergeht im Gebäudesektor, da zumindest nicht getroffen worden. Das kann auf der einen Seite gut sein, weil das schafft Raum und Platz für denn freie Gestaltungsmöglichkeiten. Also der Koalitionsvertrag grenzt denn die Ministerien in ihrer weiteren Entwicklung nicht ein. Auf der anderen Seite nimmt man natürlich schon zur Kenntnis, dass das Thema Effizienz zunächst im Koalitionsvertrag keinen hohen Stellenwert zu haben scheint. Minister Habeck hat dann seine Eröffnungsbilanz Klimaschutz gemacht. Das macht denn am Ende eigentlich fast jeder Unternehmer, auch der Minister, dass er erstmal einen Kassensturz macht und sagt, wo stehen wir denn? Und na klar, es wird alles ganz, ganz schwierig einzuhalten und eigentlich liegt ein Großteil des Problems natürlich auch in der Vergangenheit. Und wir machen jetzt mal eine Bilanz und gucken mal, wo wir hin müssen und sehen, Mensch, Klimaziele werden wahrscheinlich auf Jahre nicht erreicht und wir müssen jetzt ambitioniert nachlegen. Angekündigt sind sogenannte Oster- und Sommerpakete, wo man spezifisch, und wir erleben das ja aktuell in der Diskussion, dass das GEG angepasst, dass das BEG natürlich mächtig durchgeschüttelt wird derzeit, dass hier die Regierung natürlich wohl versucht, ihre ambitionierten Klimaschutzziele weiter voranzubringen. Gut ist aber in der Eröffnungsbilanz, die der Minister Habeck in seinem neu geschaffenen Ministerium des Inneren und Wirtschaft und Klimaschutz, wo der Klimaschutzthematik auch aufgehoben ist, dass die Effizienz, die Sanierung einen deutlich höheren Stellenwert bekommt in seinem Programm als noch im Koalitionsvertrag verankert. Und wenn ich mal ein paar entscheidende Passagen aus der Eröffnungsbilanz des Klimaschutzes hier mal in dem Chart dran werfe, dann sieht man schon, dass das Thema Senkung des Energieverbrauches bei gleichzeitiger Ausbau der Erneuerbaren in der Gemeinsamkeit der Zielerrichtung Bedeutung gewinnt. Das ist für uns wichtig. Klimaschutz geht nur Effizienz auf der einen Seite. Je weniger Energie wir brauchen, umso besser und die Erneuerbare energiert. Und das in Verbindung mit einer Steigerung der Sanierungsrate. Man hat das Ziel, die Sanierungsrate denn bis 2030 zu verdoppeln, ist zumindest schon mal ein für uns positiver Ansatz, auf den man weiter fortführen darf. Das Ministerium von Herrn Habeck steht deutlich an der Stelle, dass wir die Sanierung steigern wollen. Das halten wir für gut. Und darauf flankierend aufgebaut sollen die Förderung, aber auch das GEG angepasst werden. Wenn man in der Eröffnungsbilanz sieht, dass natürlich ein solide ausfinanziertes BEG einen Impuls für Steigerung der Effizienz geben soll, dann erleben wir natürlich aktuell natürlich genau das Gegenteil. Solide ausfinanziert, planbar, verlässlich ist das gerade nicht, was passiert. Gehen wir mal davon aus, dass das Anfangswehen sind und dass wir dann hoffentlich nach Ostern eine neue Fokussierung im EGG haben und dann auch wieder eine solide ausfinanzierte Förderung im BEG haben in Richtung Sanierungsrate steigern. Das sind zumindest die Visionen der Bundesregierung. Und wenn wir uns mal das Sanierungspotenzial in Deutschland anschauen, das kommt aus unserer gemeinsam mit dem Bundesverband Flachglas erhobenen Studie Mehr Energie sparen mit neuen Fenstern, haben wir mal den Markt analysiert. Was haben wir letztendlich für in Anführungsstrichen Leichen im Keller? Was sind unsere schlechtesten Fensterkonstruktionen, die wir im Markt haben? Knapp 235 Millionen Fenstereinheiten in der da aufgeführten Klassifizierung. Ein großer Teil sind halt die alten zweifach unbeschichteten Isoliergläser, die noch deutlich schlechtere U-Werte von 2,7 haben. Und in diesen drei Bereichen, Einfachfenster, unbeschichtete Isoliergläser, sehen wir halt auch einen Markt, auch eine Austauschmöglichkeit von Konstruktionen von Fenstern, die in den nächsten 10, 20 Jahren angegangen werden kann und auch angegangen werden sollte.
Herr Rosser sprach es, wo stehen wir mit der Sanierungsrate im Fenster? Sind wir tatsächlich etwas besser? Wir haben mal über die Zeitperiode von 2010 bis 2022, das sind die Daten, die valide von Heinze erhoben werden, wo wir auch letztendlich die detaillierte Zuordnung haben, was geht in die Sanierung, was geht in den Neubau. Sehen Sie in der ersten grauen Spalte die Sanierungseinheiten absolut in Millionen Fenstereinheiten, die relativ konstant über die Jahre verläuft, aber jetzt zum Ende halt auch ansteigt, prognostiziert auch weiter ansteigen wird. Da bewegen wir uns im Schnitt in einer Sanierungsrate über 1%, bei knapp 1,5% aktuell. Und wenn man denn mal die Perspektive hochrechnet, was wäre denn eine Sanierungsrate, was wäre denn ein Marktvolumen, wenn sich die Sanierungsraten insgesamt auf 2% steigern lassen würden in unserem Bereich, dann sehen wir da einen Markthochlauf von knapp 9 bis 10 Millionen Fenstereinheiten, perspektivisch auf 14, 15, in der Spitze vielleicht 16 Millionen Fenstereinheiten, die wir jährlich in den Markt bringen, um eine höhere Sanierungsrate zu haben und diesen Sanierungsstau, ich nenne es mal vor, diese 235 Millionen Fenstereinheiten, denn über einen gewissen Zeitraum dann auch auszutauschen. Davon ausgehend, dass der Neubau natürlich nicht komplett einschläft, sondern auf dem vorhandenen Niveau leicht und stetig wächst. Und wenn man dann sich mal in die politische Diskussion in Europa schaut, wir stehen ja momentan vor der EPBD, also die Vorgaben dessen, was an Energieeffizienz aus Europa denn auch ins Ordnungsrecht nach Deutschland einfließen wird, ist momentan eine Frage, die Energieeffizienzklassen in Europa zu harmonisieren. Wir haben in Deutschland derzeit diese A+ bis H-Klassen. Sie sehen das auch mal rechts an der Darstellung. Gibt es in unterschiedlichsten grafischen Aufbereitungen, wie uneffizient oder effizient ein Gebäude ist. Im Übrigen kann man das auch mal ganz schön an dem eigenen Objekt mal nachvollziehen, wenn man einfach den Gasverbrauch, den man unten mal abliest, entsprechend mit dem Faktor durch 10 teilt, dann hat man sozusagen die Kilowattstunden, die man verbraucht und das mit der entsprechenden Grundfläche seines Gebäudes, Wohnfläche mal multipliziert. Dann kann man mal überschlägig gucken, in welcher Energieeffizienzklasse ist denn eigentlich mein Gebäude. Und wenn man diese Aufstellung sieht derzeit, G und H, das sind die derzeit schlechtesten Effizienzklassen, die wir in Deutschland haben, dann zeigt eine Studie des IFOI, auch im Übrigen auch in Auftrag gegeben von der Bundestagsfraktion der Grünen, dass ca. 50% der Treibhausgasemissionen eben aus diesen schlechten Gebäuden, aus diesen Worst Performing Buildings, wie es so schön in der europäischen Sprache heißt, kommen. Und eine weitere Überprüfung, mathematische Berechnung, hat halt ergeben, wenn man diese schlechten Gebäude, in Anführungsstrichen Gebäude G und H, auf einen EH55-Standard bringen würde, der ja demnächst gesetzlicher Mindeststandard werden soll, könnte man den CO2-Bereich um ca. 60 Millionen Tonnen reduzieren. Und das wäre ja schon mal was, weil dann wären wir quasi auf Kurs. Also von daher zeigt sich auch der Markt und auch die politische Richtung, auch gerade der grünen Bundesregierung, der grünen Anteile in der Bundesregierung, dass die Sanierungsrate deutlich steigen soll, dass es ein wichtiger Bestandteil ist. Und Sie sehen, rot umkreist die Idee der EU, die Energieeffizienzklassen zu harmonisieren. Es wird zukünftig nur die Klassen A bis G geben. Was das denn für Klassen sein werden, die dahinterstehenden derzeit deutschen Kennwerte 250 Kilowattstunden je Quadratmeter würden dann neu eingruppiert werden. Da finden derzeit die Diskussionen statt, in welchen Klassifizierungen das denn stattfinden wird. Aber man überlegt sozusagen dann bis 2030 eine gesetzliche Austauschverpflichtung der neuen Klassen F und G. Das ist zumindest momentan in der Diskussion in der politischen Ebene in Europa dann zu verankern. Und da sind wir gespannt, inwieweit das passiert, in welchen Rahmen das passiert, was da für Werte hinterstehen und ob dann tatsächlich auch im Ordnungsrecht in Deutschland perspektivisch eine Austauschverpflichtung kommen wird. Mal hochgerechnet, das kann man nicht so genau gegenüberstellen. Wir haben mal geguckt, in welchen Energieeffizienzklassen bewegen wir uns mit unseren Wärmeschutzverordnungen, Energieeinsparverordnungen, GEG, was sind da für Effizienzstandards, wie sind die Verteilungen, was könnte das für ein Marktvolumen sein? Wenn wir die 235 Millionen Fenster mal auf diese vermeintlich austauschverpflichtenden
Klassen runterbrechen, könnten das 141 Millionen Fenstereinheiten sein, kann auch vielleicht etwas mehr oder weniger sein. Aber nur mal ganz einfach überschlägig gerechnet sind das knapp 12,8 Millionen Fenstereinheiten perspektivisch in den nächsten 11 Jahren, wenn wir ab 32 oder ab 33 die Austauschverpflichtung oder haben werden, bis 2033 die entsprechenden Konstruktionen zu tauschen. Dann ist das durchaus, wenn Sie noch mal jetzt an die Marktdaten zurückschauen, die ich hier gezeigt habe, in einem Bereich, der um die 2% liegt und was nach unseren Auffassungen durchaus vertretbar ist und auch geleistet werden kann. Also das sind die Vorgaben, die aus Europa auf uns zukommen. Minimum Energy Performance Standards, Worst Performing Buildings in eine gesetzliche Austauschverpflichtung zu bringen. Die Diskussionen laufen auf europäischer Ebene und natürlich dann im Laufe dieses Jahres auch auf nationaler Ebene. Wir sind mal gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. Wir bringen uns auf jeden Fall sehr, sehr intensiv in diese Diskussion ein, mit Vorschlägen, wie die Effizienzklassen ausgebaut werden kann und in welcher Form man das sozusagen auch fördertechnisch unterstützt. Wie schaffen wir das? Wir haben in der Phase eine Studie, Sie sehen das unten rechts, mit B&L in Auftrag gegeben aus dem Jahr 2021, um mal zu schauen, wenn wir in die Sanierungsraten 2% hochlaufen, ist das zu schaffen? Wie ist das zu machen? Wir bräuchten an der Stelle im Schnitt 25% mehr Kapazität, um sozusagen dieses Mehr an Volumen, was der Markt denn braucht, um diese Sanierungsraten zu steigen, abzufangen, und haben mal geschaut, wie kann das gelingen, und haben drei Bereiche ausgemacht. Das eine ist letztendlich die derzeitige Reserve, die wir noch haben. Reserve heißt nicht, dass wir unausgelastete Montagekapazitäten haben, sondern dass wir einfach Unrundigkeiten in den Abläufen haben. Vergessen zu bestellen, zu spät, falsch, Material nicht da, wird nochmal irgendwie anders gemacht. Also sozusagen der Schlupf, den wir haben in der Effizienz der Realisierung der Bauprojekte, wenn man da besser wird, auch Digitalisierung ist da ein Thema, Verbesserung der Abläufe, könnte man einen Teil sozusagen der Kapazität daraus decken. Und das Thema Innovation, Effizienzsteigerung, wir reden über neue Montagetechniken, wir reden auch um einen höheren Vorfertigungsgrad, wir reden vielleicht auch über serielle Sanierungskonzepte. Weitere 10% kommen einfach aus der Technik an sich. Neuere Materialien, neuere Abläufe, neue Produkte, andere Montagetechniken. Das ist ein Teil der Lösung. Aber, und wir kommen nicht drum rum, wir müssen halt schauen, und das ist ja heute Nachmittag oder im frühen Vormittag noch die Diskussionsrunde, wie wir zusätzliche Kapazitäten vor allen Dingen in die Montage bekommen. Das ist und bleibt die zentrale Herausforderung, aber die Größenordnung, die wir da mal aufgemacht haben, 2000 zusätzliche Mitarbeiter pro Jahr in der Montage, das ist ambitioniert. Aber es ist auch keine Zahl, wo hier steht, wir brauchen 100.000 zusätzliche Montagekräfte jedes Jahr, um unsere Sanierungsziele zu erreichen. Das ist noch in einem gewissen Maß realistisch planbar und auch in der politischen Kommunikation letztendlich vermittelbar. Die Analyse sozusagen dieser Studie sagt, dass durchaus Sanierungsraten von 2% unter den Maßgaben, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, zu erreichen sind. Die Fertigung scheint an der Stelle weniger das Problem zu sein. Moderne maschinelle Ausstattung schaffen es sozusagen, die Effizienz in den Fertigungsanlagen zu erhöhen und den Ausstoß, die Produktionsmengen in diese Region zu bringen. Das glauben wir ist nicht das Problem. Der limitierende Faktor ist die Montage, und da müssen wir halt zusehen, dass wir in diesem Dreiklang Effizienzsteigerung, neue Montagetechniken, Montageeffizienzaufbau, zusätzliche Montagekräfte generieren. Die zentrale Herausforderung ist die Branche, die wir als Unternehmen, als Firma, auch als Verbandsvertretung in die Politik und in die Branche geben müssen, dass wir dabei sind und dass wir an diesem Ziel festhalten. Wir können nicht nach 2% Sanierungsrate rufen und dann auch nicht liefern. Da müssen wir schauen, dass wir hier auch Antworten sowohl in die politische Kommunikation, aber auch als Firmen geben. Die zweite Anker dabei ist natürlich die verstetigte Förderung. Die neue Bundesregierung hatte am Anfang gesagt, ja, wir stehen für ein verstetigtes Förderprogramm. Nichts ist sicher oder wichtiger als eine verlässliche Planung. Wir wollen ein attraktives Förderprogramm langfristig ausfinanzieren. Wir prüfen derzeit in der Regierung, ob Fördern und Fordern geht.
Derzeit ist es ja so, dass der gesetzliche Mindeststandard, nehmen wir mal an, die Effizienzforderungen gehen nach oben, das, was ordnungsrechtlich gefordert ist, kann nicht gefördert werden. Wenn etwas Gesetz ist, muss ich das einhalten. Dafür gibt es keine Zuschüsse. Zuschüsse gibt es nur, wenn ich über das gesetzliche Mindestmaß hinaus etwas mache. Man prüft derzeit, ob ich etwas fordern kann, einen gesetzlichen Mindeststandard, und gleichzeitig trotzdem fördern kann. Ein wichtiger, interessanter Ansatz, um der Thematik noch ein bisschen mehr Schwung zu geben. Und wir werden, und das erleben wir aktuell ja, sehen, dass die Neubauförderung sich an höheren Energieeffizienzklassen orientieren wird und dass man die Sanierungsförderung in Richtung Worst Performance, vielleicht auch Austauschverpflichtung, umrichtet. Und am Ende kommt es darauf an, dass das, was wir fördern, so mal der Tenor der Bundesregierung, was in Richtung CO2 bringt. Und wenn wir uns mal die Effizienzklassen angucken, nur für Sie mal zum Verständnis, wir reden immer über EH40 und EH55. Wir haben zwei Faktoren. Der Primärenergiebedarf, das macht der Energieberater, der sagt, was wir sozusagen insgesamt an Energie in dem Gebäude brauchen. Aber die für uns interessantere und ebenfalls verpflichtende Nebenanforderung ist die Effizienz der Hülle, dieses sogenannte HT-Strich. Das ist nichts anderes als ein mittlerer U-Wert über alle Gebäudeteile. Man nimmt alle U-Werte der einzelnen Gebäudeflächen in Summe übereinander und teilt die sozusagen durch die anteiligen Flächeninhalte und bekommt dann einen mittleren U-Wert, der sich sozusagen als sogenannter Transmissionswärmewert HT-Strich etabliert. Und wenn man mal sagt, was ist das Referenzgebäude, das ist nämlich das, was momentan gesetzlicher Standard ist, auf die 1,3 Watt pro Quadratmeter Kelvin U-Wert Fenster ausgerichtet zum Beispiel, dann sieht man, dass eine EH55-Förderung mit Zweifachglas wahrscheinlich nicht mehr zu machen ist. Und wenn wir in Richtung Förderung nur noch bei EH40 reden, reden wir im Mittel über U-Werte vom Fenster von 0,7. Wenn man es linear runterbricht in diesen Effizienzklassen, nicht? Also 0,55 mal 1,3 ist ca. 0,7 und da sind wir schon in Grenzbereichen dran. Das ist aber die eine Wahrheit bei der Geschichte. Die andere Wahrheit ist, dass man natürlich einen mittleren U-Wert auch dahingehend bekommt, dass man dann einfach die Wandflächen erhöht und die Fensterflächen verringert. Und die Gefahr sehen wir natürlich bei dem Effizienzhaus 40 sehr, sehr deutlich, dass wenn man in diese Effizienzklassen kommen will und man auch die Baukosten im Blick hält, schaut, was geht nicht, dass das dazu führen kann, dass die Architektur die Wandflächenanteile erhöht und die Fensterflächenanteile reduziert, wenn wir bei diesen rein U-Wert-getriebenen Gedanken im Ordnungsrecht und auch im Förderrecht bleiben. Und was ist jetzt passiert? Herr Tausch wird nachher auch nochmal auf das Thema ein Stück weit eingehen. Wir haben jetzt zunächst noch von der alten Bundesregierung im September gehört, das läuft alles gut mit der Förderung, aber geht schwerpunktmäßig in die EH55-Förderung im Neubau. Das ist eigentlich nicht so ganz unser Ziel. Wir wollen ja die Förderung umlenken eigentlich in die energetische Sanierung. Wir machen da mal einen Cut. Wir hören mal zum 1.2. damit auf. Wir geben nochmal 12 Milliarden oder 11,5 Milliarden in den Topf rein und finanzieren das aus mit 18 Milliarden. Und dann muss es aber auch gut sein. Mal so einfach auf den Punkt gebracht. Was natürlich dazu geführt hat, dass alle losgerannt sind wie die Irren in Anführungsstrichen, um zu sagen, okay, da stirbt was, die EH55-Förderung geht jetzt relativ schnell, ne, was heißt schnell, 22.09. bis 1.02. war die Zeit, das sich noch zu überlegen und die Förderanträge zu stellen, aber dann ist sie wahrscheinlich weg. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Förderanträge durch die Decke gegangen sind. Am 24. Januar war dann auf einmal von heute auf morgen Schluss. Wir haben erhebliche Finanzierungsprobleme, war die Begründung. Ich zeige Ihnen gleich nochmal einen Chat vom Staatssekretär. Tatsache ist, dass bis zum 24. Januar dann im Nachgang festgestellt wurde, okay, was noch drin ist, wird noch genehmigt, aber danach ist Schluss. Und man muss ganz klar sagen, dass dieser Schritt der Bundesregierung sehr, sehr viel Vertrauen, sehr, sehr viel in Richtung Planungssicherheit zerstört hat. Am Ende wegen einer Woche und gut. Eine Milliarde ist auch Geld, kein Wort. Und wer das Geld nicht hat, kann es auch nicht ausgeben. Das müssen wir letztendlich an die Regierung auch zurückspiegeln. Aber es ist die Frage, ob das, was da jetzt passiert ist in Richtung Klimaschutz und die Herausforderungen, die wir haben, letztendlich der richtige Schritt ist. Man kann das kritisieren, man hat das auch kritisiert, alle haben das kritisiert. Es ist jetzt so, wie es ist und wir müssen ein Stück weit damit leben. Wenn man den Chat des neuen Staatssekretärs liest, dass dann 20 Milliarden Förderanträge im Wesentlichen in der EH55-Förderung mit 15 Milliarden, 14 Milliarden eingeflossen sind, dann ist das natürlich schon ein deutliches Signal.
Ob man da jetzt noch die Woche hätte warten können, das ist die andere Frage. Aber man sieht ganz deutlich, was die Regierung auch will. Sie will den Neubaustandard hochsetzen in ein Ordnungsrecht. Das ER55 wird gesetzlicher Mindeststandard werden. Und die neue Förderung geht ja nur noch in höheren Energieeffizienzklassen im EH40. Und wir fokussieren die Beträge, die wir dann neu ausfinanzieren, im Wesentlichen auf die Sanierung. Das war angekündigt, kommt jetzt ziemlich abrupt, kommt ziemlich dramatisch, kommt ziemlich unvorbereitet, vielleicht auch vertrauenszerstörend. Aber das ist momentan der Weg, den wir gehen. Das heißt sozusagen Analyse, EH55 läuft aus, wird es nicht mehr geben. Sehe ich auch kein Zurück mehr, dass im Neubau EH55 noch förderfähig sein wird. Die Sanierungsförderung soll wieder aufgenommen werden, also das, was in energetische Sanierung geht. Wann? Ich habe gerade hier ein Schreiben von Frau Geiwitz bekommen, also von der neuen Bauministerin, die sagt, naja, es geht jetzt wieder los. Wir werden ein befristetes neues EH40-Förderprogramm mit geänderten Bedingungen auflegen, mit einer Fördervolumen von 1 Milliarde. Ist das denn nachhaltig, ist das langfristig, und wir wollen sozusagen das Effizienzförderprogramm der KfW wieder auflegen. Ich habe heute Morgen mal geguckt, im KfW-Portal ist noch nicht auf. Ich bin mal gespannt, ob es noch aufgeht vor Ostern, wie es denn tatsächlich läuft. Aber man verweist auf ein Nachlegen im GEG bis Ostern und sieht eine Förderung wesentlich nur noch in der EH40-Thematik. Und was heißt das konkret jetzt für die Bauherren, die jetzt sich damit beschäftigt haben? Die noch bis zum 24. Antrag abgegeben haben, haben Glück gehabt. Die haben vielleicht ein paar schlaflose Nächte gehabt in den letzten Wochen, aber die kriegen die Förderung noch, alles gut. Aber diejenigen, die jetzt gesagt haben, Mensch, wir stellen alles zusammen, wir haben geplant, finanziert, die Anträge vorbereitet, wir geben es jetzt sozusagen in der letzten Woche vor Februar ab. Schade. Also die laufen wirklich ins Leere. Das sind persönliche Schicksale, die der Staat da jetzt vor erheblichen Entscheidungsdruck bringt. Gegebenenfalls auch dahingehend führen, dass die Objekte vielleicht gar nicht mehr kommen, aufgehoben werden. Und wir in dieser Phase natürlich eine hohe Unsicherheit haben. Und das hängt jetzt davon ab, wann denn die neuen Förderanträge wieder möglich sind im Neubau. Meine Einschätzung ist, das wird vor Ostern nicht passieren. Mal gucken, ob Frau Geiwitz mit ihrer Ankündigung, jetzt schnell die Förderprogramme wieder aufzuleben, hat Wort hält. Aber wenn das so schnell nicht passiert, haben die Bauern eigentlich nur die Option, es entweder zu verschieben oder sich perspektivisch zu überlegen, kann ich die Mehrkosten auffangen oder falle ich sogar rück in schlechtere Effizienzklassen, orientiere mich an den gesetzlichen Mindeststandard, um Baukosten zu sparen, oder warte sozusagen, was denn gegebenenfalls irgendwann mal in der EH40-Förderung kommt und plane sozusagen in einen höheren Effizienzstandard. Also sehr, sehr, sehr viel Unsicherheit für die Bauherren derzeit. Wir informieren regelmäßig über unsere Homepage Förderung vom Staat nutzen auf fensterkönnenmehr.de, wo wir auch aktualisierte Flyer, auch kleine Imagefilme, auch Informationen dazu geben. Ich denke mal, diese Seite wird sich jetzt in den nächsten Wochen dynamisch anpassen. Mal schauen, was alles so passiert. Noch ein kleiner Ausblick und dann denke ich mal, bin ich auch durch. Ich habe es gesagt, dass letztendlich Förderung und Fordern, also das Ordnungsrecht, letztendlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Die Regierung hat angekündigt, in ihrem Osterpaket in einem eigentlich noch nie dagewesenen Schnelldurchlauf einen Kabinettsbeschluss noch vor Ostern hinzubekommen. Was heißt Kabinettsbeschluss? Die Referate, die Ressorts, GEG liegt in drei Ressorts, im Umweltministerium, im Ministerium von Herrn Habeck für Klimaschutz und letztendlich im Umweltministerium, ein Stück weit auch im Bauministerium, die sollen jetzt einen Referatsentwurf erarbeiten für das Kabinett. Der muss noch durch die Verbändeanhörung durch, wahrscheinlich mit sehr, sehr kurzfristigen Terminen. Und dann will das Kabinett vor Ostern beschließen, wie denn das GEG, also das Ordnungsrecht, neu gefasst wird. Und das ist natürlich so kurzfristig, dass wir da mit weitreichenden Änderungen nicht werden rechnen können. Ich glaube, der wesentliche Kernbestand dieser Neuausrichtung des GEG wird sein, dass der Neubaustandard eher 55 sein wird. Man will ja eben nicht, dass wir beim Neubau zurückfallen in alte Effizienzklassen. Wir wollen ja besser werden. Also wird das Ordnungsrecht sagen, eher 55 musst du ab sofort machen, perspektivisch sogar ab 2040 eher 40. Und man wird auch bei der Sanierung schon mal schauen, ob man neue Energieeffizienzstandards anhebt, um einfach das Ordnungsrecht zu verschärfen. Wir achten und hoffen darauf, dass wir die solaren Gewinne, die Transmissionswärmeverluste als Korrektiv noch in das GEG mit reinbringen. Ich hatte Ihnen gesagt, je schärfer die U-Wert-Anforderungen sind, umso
mehr laufen wir Gefahr, dass Fenster durch Wand ersetzt wird. Und letztendlich ist das Fenster mit seinen solaren Gewinnen und mit seinen vielen anderen Vorteilen ja doch auch ein Gewinn für die Architektur, für die Lüftung, fürs Wohlbefinden, für die Tageslichtversorgung. Da sind ganz gute Gespräche dabei. Wir sind in den Ministerien ganz gut unterwegs, auch mit Beratern, und hoffen, dass wir perspektivisch das wahrscheinlich hinbekommen werden. Ob jetzt in dieser Kürze, der wird es innerhalb von 2 Monaten schwierig. Und wir achten natürlich darauf, dass der U-Wert des Fensters, das ist unsere Forderung, von 1,3 auf 1,1 in der Anforderung zumindest erstmal ordnungsrechtlich verschärft, nach wie vor noch ein zweifach Isolierglas möglich lässt. Das ist sozusagen das, was momentan im GEG ist. Da ist mit Hochdruck Dampf im Kessel. Und ich glaube, solange das nicht steht, kann es eigentlich auch keine Neuausrichtung der Förderung geben. Alles, was man jetzt macht, ist, wenn, nur eine Übergangslösung. Das BEG muss und wird sich immer an dem Ordnungsrecht orientieren müssen. Es kann nur das gefördert werden, was sozusagen nicht im GEG verankert ist. Und von daher schauen wir mal, was passiert. Wir sehen ja, dass in der Neubauthematik dann nur noch das EH40, mit welchen Konditionen auch immer, zu fördern sein wird. Wie kommt vielleicht ein CO2-Gedanke mit in die BEG-Thematik raus? Und wie wird man dann die energetische Sanierung vielleicht stärker, auch mit höheren Förderanreizen ausgestalten, um einfach noch mehr Druck und noch mehr Effizienz und noch mehr Schnelligkeit auch in die Sanierung zu bekommen? Und die letztendliche Frage fördern und fordern wird in dem Zuge wahrscheinlich jetzt bis Ostern nicht, aber ist eine Aufgabe, die sich die neue Regierung gestellt hat, innerhalb der nächsten 1-2 Jahre mit Sicherheit zu fördern. Also das sind die Themen GEG, BEG, wo wir alle dran sind und schauen, wie wir da ein Stück weit weiterkommen. Ja, das war mal so in der mir vorgegebenen halben Stunde ein Schnelldurchlauf durch das, was da passiert. Ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass wir alles zu unseren Gunsten in Richtung stärkere Ausrichtung auf Sanierungsraten hinbekommen werden. Aber ich glaube, dass zumindest über das Klimaschutzministerium mit den Grünen wir einen Fürsprecher haben für das Thema energetische Sanierung. Das Finanzministerium wird, und da gehe ich von aus, die entsprechenden Mittel auch bereitstellen. Und ich glaube, dass wir dann im Sommer mehr Klarheit haben, was Ordnungsrecht und was Förderrecht ist. Und gespannt dürfen wir sein auf die neuen Monitoring-Zahlen. Jedes Jahr wird ja im März dann Bilanz gezogen. Sind wir auf Kurs im Klimaschutzgesetz? Haben wir die Klimaschutzziele, die heruntergebrochen sind, auf die nächsten Jahre erreicht? Da werden wir feststellen, dass wir wieder drüber sind. Und dann wird man sehen, welche Sofortprogramme ergänzend die Regierung dann anschieben muss. Das ist keine Bitte, sondern ein Muss, um auf den Weg der Klimaneutralität zu kommen. Und da ist halt Ordnungsrecht und Förderrecht eigentlich die wesentlichen Stellschrauben, die eine Regierung derzeit hat. Also bleibt spannend, für uns nicht schlecht. Ich glaube, wir haben langfristig gesehen eine gute Perspektive über die energetische Sanierung. Hoffen wir mal, dass die Preisunrundigkeiten, die Volatilitäten im Markt sich glätten. Und dann können wir eigentlich, glaube ich, ganz zuversichtlich in die nächsten Jahre in unserer Branche auch schauen. Ja. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht zu stark drüber, Herr Rosser. Nee, es passt schon, das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, Sie sind noch alle wach und nicht also eingeschlafen, alles gut. Ich glaube, ich bin eigentlich der festen Überzeugung. Das war eine sehr interessante Zusammenfassung, also wirklich ein guter Überblick über die Förderprogramme, das, was sich da auch in der Politik tut. Das ist ja manchmal immer ein bisschen verwirrend, da den Überblick zu behalten. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich sehe, hier sind Fragen im Chat. Die nehmen wir mit in die Diskussionsrunde heute Mittag. Und ich würde sagen, damit wir jetzt nicht zu sehr aus dem Zeitrahmen rauskommen, machen wir weiter in 5 Minuten mit dem Herrn Dieter Tausch. Das heißt also, wir sehen uns um 10.15 Uhr dann wieder hier. Bitte seien Sie pünktlich. Wir fangen also pünktlich um 10.15 Uhr an und fahren dann fort mit dem Vortrag von Dieter Tausch. Ansonsten erstmal recht herzlichen Dank hier an dieser Stelle. Ebenfalls, Herr Rosser, danke für die Einladung.